Servus Gravity. Das ist zu Hip-Hop, das ist zu Gangster. Jo Leute, was geht? Da hatte ich auch gerade dran gedacht. Servus Gravity Magazine Community. Wir stellen euch heute das Votec VD Elite vor. Und zwar sind wir das gerade vor ein paar Minuten hier auf unserem Downhill-Track gefahren, haben das für euch getestet, auch in der Kategorie Downhill, und wollen euch einfach jetzt mal einen ganz kurzen Überblick über dieses schöne Fahrrad geben. Ja, wir fangen an, und zwar was die Komponenten angeht, wollen euch aber auch was über das Rahmenkonzept sagen. Das Rahmenkonzept ist ein Viergelenker, den man hier mittels Flipchip im Lenkwinkel verstellen kann, auch im Radstand. Das ist schon mal eine sehr schöne Option. So hat man die Wahl, einfach einen längeren oder kürzeren Radstand zu fahren. Ansonsten, was die Komponenten angeht, die Laufräder E13, jeweils mit E13-Narben. Dann an der Front arbeitet hier diese geniale Manitou Dorado-Gabel, hat uns sehr gut gefallen. Verzögert wird das Bike mit Magura MT5-Bremsen. Ja, und ansonsten sind wir sehr begeistert von diesem Bike. Wir können sagen, es ist nicht unbedingt eine Downhill-Weltcup-Waffe, aber es macht extrem viel Spaß, damit bergab zu heizen. Für einen Bikepark sicherlich extrem gut geeignet. Und ein Bike, was im Gesamtkonzept, als Rahmenkonzept mit diesen tollen Komponenten absolut Sinn macht und euch viel Spaß bereiten werdet. Mehr über dieses Bike, die Komponenten und über unseren Testbericht, aber auch die Testeindrücke, lest ihr im Magazin Nummer 39, erscheint am 17. August 2017 in eurem Handel, oder wenn ihr Abonnenten seid, bekommt ihr es sogar bequem nach Hause geliefert. Ja, wir sagen Dankeschön und hatten sehr viel Spaß mit dem Bike und wünschen euch viel Spaß auf dem Trail. Bye, bye.